Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Part der Technomancer. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir versucht, den Mutanten zu helfen. 3 von 4 konnten wir helfen, einem konnten wir leider noch nicht helfen. Was ziemlich blöde ist, man, sonst könnten wir die Quest jetzt hier gleich schön abschließen. Da brauchen wir jetzt erst Handwerksskills und Handwerksskills erhalten wir erst, können wir uns erst wieder geben, wenn wir hier 2 Levels noch aufgestiegen sind. Also dauert noch einige Zeit, bis wir da was haben. So, ruhen wir uns kurz mal aus. Und was ist hier? Eine Kiste, wo wir es lagern können, oder? Jo, brauchen wir eigentlich nicht. So, glücklicherweise hatten wir noch kein Problem damit, dass wir unser Inventar voll ist. Jetzt kümmern wir uns erstmal um verstreute Händler, die Quest. Dort müssen wir nämlich den Kunden von Fiorino, dem entführten Händler, sagen, dass er wieder zurück ist. Davor schaue ich aber mal, was das ist. Untersuche den Fall des Mädchens mit Amnesie. Finde die Bande der Black Dahlias. Ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt sagen soll, aber egal. Hi. Lieutenant. How can I? Hey Ryan, merchant just delivered this for you. Said he's got more merch you may be interested in too. Oh good, bastard finally showed up. Damn foreigners. Good thing they're better at making deals than they are at mining their clocks or calendars. Gut, dann haben wir eben schon mal hier die Nachricht überbracht und ich weiß, was verschwundene Mädchen. Das gehört auch dem Händler Fiorino. Also gehört ihm nicht, aber ist bei ihm und hat hier Gedächtnis verloren. Ich habe aber keine Ahnung, wie er jetzt draufkommt. Hey. Okay, dann müssen wir zu den Black Dahlia, wer auch immer die Black Dahlia sind. Zum anderen müssen wir noch von Lucky, das war der Freund von der Sarah, wenn ich nicht ganz, wenn ich mir recht erinnere, sollen wir hier dem Ausbilder Connor sagen, dass er wieder da ist und sollen irgendwie ein Gespräch arrangieren. Ich habe das Gefühl, das wird sehr schlecht enden für Connor, aber hey, ich bin ja nicht Connor, mir ist es. Damn it. Master Connor isn't in the chapel. The great master will know where he is. Zachariah, a pleasure as always. What man? I wanted to talk to you about something. What about? We're looking for a scientist who disappeared. Name's Charles Seeker. All I found is some of his research. Seems he was studying technomancers before getting arrested and sent to a camp. Charles Seeker? Yes, the geneticist. Geneticists pose a risk. Scientific discoveries are always threatening to expose our secrets. Your friend Scott even worked on the same research years ago. Never found out what Scott did or didn't discover, though. He ended up drinking himself into irrelevance. So I stopped worrying. Whatever research you found, make sure no one sees it. Could be our downfall. I'm looking for Master Connor. Any idea where I can find him? He headed down to the underworks. Needed to get some supplies from our warehouses. If you're going there, take the elevator near the barracks. Opens up close to the warehouses and will save you some time. It's a real maze down there. Thanks for the tip. Okay, wäre viel zu leicht. Dann laufen wir halt zu Connor hin, in den Untergrund. Dann kommen wir. Es ist immer sehr nervig, muss ich sagen, dass es keine Schnellreisefunktion gibt. Ich brauche jetzt nicht ungefähr unbedingt eine Schnellreisefunktion, wo ich mich von hier auf die andere Seite der Map porten kann, aber zumindest, dass ich mich von hier direkt in den Untergrund porten kann, weil ich laufe jetzt in den Untergrund. Wenn ich mit dem Untergrund fertig bin, laufe ich erstmal wieder hoch. Dann muss ich erstmal beim Fiorino, bei dem Händler vorbeischauen. Ihr versteht sicher, was ich meine. Und das ist echt ein bisschen nervig, Mann. Und dazu sind die Ladezeiten zwischen den einzelnen Ebenen doch ein ganz klein wenig lang. So, wir waren zum Glück erst ein einziges Mal im Untergrund. Das war kein schöner Gang. Da kamen diese merkwürdigen Elektroviecher. Wir haben einen ehemaligen Technomancer hier verhaftet, der frei sein wollte. Wir sind bis jetzt richtig hier diktatorisch angehaucht, Mann. Wir machen alles, was uns befohlen wird. Aber ich meine halt, hey Leute, ich will das Geheimnis der Technomancer hier auch wirklich bewahren, Mann. Die haben kein allzu schönes Leben und ein hartes Schicksal los eigentlich getroffen. Klar, okay, gottgleiche Kräfte und so. Aber trotzdem, Mann. Irgendwie sind es ja doch einfach nur Mutanten. Und da bevorzuge ich doch lieber, dass wir hier die Geheimnisse wahren. So, da und da und da. Irrgarten, Mann. Selbst das, was halbwegs kategorisiert ist, ist ein Irrgarten. Jo, was ist denn hier los, Mann? Oh, Maulwürfe. Ja, geil, Mann. Mein Traum wird wahr. Alter, das war der Mörder-Move, Mann. So, okay, das sind Maulwürfe. Das sind die, die kenne ich, Mann. Die kenne ich, Mann. Das sind die Maulwürfe, die guten alten, Mann.
einer der Standardgegner in dem ersten Mars Warlocks, Mann. Let's Ding sehen. Oh, Blitzdingstein, Mann. Mr. Connor, hello. My dear, dear Zachariah, a pleasure as always to see you, and my gratitude for your help. Now, please, stop calling me Master. You're one of us now. What brings you here? I met a merchant fresh off the exchange who'd like to meet you. Strange. Some delivery I'm not expecting, or something else? He only said he had information to give. Didn't say what, but I thought maybe there was a chance he learned something about some relics during his travels. Relics are more the Great Master's field of expertise than mine. I like to stick to molding our young recruits, but come, come. Let us see what this is all about. So, aber davor. Drecks Maulwürfe extrahieren, Mann. So, ich hasse Maulwürfe. Habe ich das eigentlich schon mal gesagt? Ein richtig ätzender Gegnertyp, Mann. Sie sind so unberechenbar, die Attacken von denen. Und das ist echt das Schlimmste an dem, Mann. Die hauen drauf und dann fliegst du da durch die Gegend, Mann. Der nächste Maulwurf haut so merkwürdig auf dich drauf. Ihr habt doch diese Sprungattacke gesehen, Mann. Richtig unfaire Attacken. So. Zack. Alles sauge ich raus aus euch Drecksviecher, Mann. Komm, von dir habe ich noch nichts rausgesaugt. So. Zack. Pump es raus, Mann. Keine Ahnung, wo der gute Kerl hin ist. Weg ist er. Naja, er wird schon hier irgendwie, da bin ich rausgekommen. Wo ist er denn hingelaufen? Ich hab's leider nicht gesehen. I don't know what's going on, but this is weird. Better follow Master Connor to the exchange to make sure nothing happens to him. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß auch, dass da irgendwas schräg ist. Das weiß ich auch schon. Ich weiß, dass du daran schuld bist, wenn da irgendwas Schlimmes rumläuft, Zack, Mann. Ich trau dem Lucky nicht, Mann. Ich sag ja, der ist so schmierig. Kam der gleich im ersten Moment hier mir rüber. Aber egal. Hey, gegen Geld kann man nichts einwenden. So. Und schon sind wir wieder an der Börse. Okay, cooler Aufzug, Mann. Schon bewacht ist. Wir waren, davor waren wir schon mal im Untergrund. Da sah das alles so leer aus, Mann. Und auf einmal ist ja alles super bewacht. Die Technomancer und Soldaten und alles mögliche. Also eigentlich ganz heimelig hier. So, wir machen jetzt noch diese Quest. Dann holen wir uns den einen Händler noch in den Slums und dann geht's nach Aurora. Also in das Hauptquartier da von den Aurora-Menschen. Weil die Quest mit den Mutanten, die müssen wir aufschieben, bis alle Menschen verbrannt sind, weil das doch nicht gescheit ist. So stelle ich mir das vor. So. Ich folge dir einfach mal, mein Freund. Du weißt, wo es lang geht. Ich weiß es nämlich nicht. So. Go, 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 go. Oh, er sprintet ja hier, ey. Wettrennen hier mit Meister Connor, Mann. So. Ich glaube, ich wette, da wird jetzt irgendwie was über seine Vergangenheit zu kommen und sagen, oh, früher warst du doch auch so ein Händler oder so ein Bandit wie ich. Was ist aus dir geworden? Und dann müssen wir gegen ihn kämpfen. Ich wette, sowas wird da rauskommen. Was ist hier, mein Freund? So, ah, jetzt läuft er da an. Okay. Der ist schon merkwürdig. Er bleibt immer stehen und schaut erstmal, wo gehe ich jetzt nicht hin? Ich weiß es nicht. Schauen wir uns einfach mal um. Komm halt. Hallo. Soll ich erst den da machen? Bam, 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 bam. Warte, warte, warte. Ich komme hier nicht raus. Der Tornado. Ja, genau hier ist er, der Lucky. Disappoint, Master Connor, but I don't die easy. And I have a little too much pride to just let myself be tossed out with the trash. You got some explaining to do. We did not toss you out with the trash. We just did not know how to help you. Your talents were uncontrollable. So we sent you away, hoping you would forget and move on. Hoping I'd forget? When? As 10 years of my life wasted away at the hands of a merchant?
I want my goddamn life back, asshole. I'm so sorry. I don't know how I could make it up to you. I don't know. But you can be damn sure I'll think of something. Get out. Andrew, I cannot tell you how remarkable to see you. Simply remarkable. Pardon me, Zachariah. You cannot know how unexpected this was. Thank you. I must now return to the source. Who would have fucking thought it? A technomancer spying on other technomancers. Crazy shit right there. From where I've stood, it looks like you were all stuck together tight as hell. Shows what I know. Keep your mouth shut. I'm just shocked, Lieutenant, that's all. Shocked and, just shocked. David, habe ich dir schon mal gesagt, dass du dein dummes Maul halten sollst und nicht immer so negativ über die Menschen hier lästern sollst? Also, der gute Einarmige, wie ich es hier gerade gesehen habe, das ist mir vorher auch nicht aufgefallen. Was haben wir jetzt schon wieder hier 30 Quests offen? So, muss ich jetzt ganz kurz mal schauen, was das alles für Quests sind. Stellvermittlung wegen Endrun, okay, klar. Und ansonsten sehe ich jetzt hier nichts. Doch hier. Das machen wir wann anders. Wir müssen jetzt erstmal die Slums machen. Ich kümmere mich jetzt auch nicht mal mehr. Das kann auch irgendwann anders jemand machen. So, der Maxi aus der Zukunft. Das ist dein Problem dann. Also, der Lucky, beziehungsweise Andrew, war ein ehemaliger Technomancer-Student, so wie ich das verstanden habe. Und seine Kräfte waren unkontrollierbar. Und deswegen wurde er dann schließlich auch aus den Technomancern dann herausgeschmissen, so wie das aussieht. Aber wieso, weshalb, warum und wieso er da so geschockt ist und was... der gute Connor hier direkt mit ihm verbindet, das habe ich jetzt nicht rausgefunden. Aber irgendwann werden wir das sicher noch weiter angehen. So, aber erstmal kümmern wir uns was Wichtiges, nämlich, muss ich hier mal wieder schauen. So, warne den Händler in den Slums. Genau da will ich hin. Genau das da. So, das werden wir kurz machen. Kann ich da runter jumpen? Leider nicht. Das wäre ziemlich cool gewesen. So, wir müssen denen kurz hier sagen, dass hier wieder der Fiorino da ist. Wenn ich mich nicht irre, oder es ist schon wieder ein anderer Questmann. Und wenn wir das getan haben, dann cruisen jetzt gleich ins Aurora-Lager, Mann. Da haben wir jetzt keine Zeit für hier tausend Sachen wieder umzuschauen. Hey, was ist denn, Jungs und Mädels? Boah, habt ihr diesen Kick schon wieder gesehen? Zack, 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 zack. Alter, der Move, Mann. So, ihn stört es nicht. Okay, wenn wir auf ihn draufhauen, das finde ich natürlich cool. Da, es liegt am Boden. So, 193 Erfahrung, das gibt es ja immer, Mann. Ey, wir laufen ernsthaft nur noch immer durch diesen, über diesen Spot hier. Da halten wir mehr Erfahrung als durch jede Quest, Mann. Das ist traurig, Mann. So, die Waffe bitte. Und dann hier schnell zu dem Händler. Hey there. Officer, hello. What can I do for the fine officer today? Hey there. Just came by to let you know Fiorello's back in the exchange, and he's got your merchandise. Now, that is some very good news. Thank you. I'll send my assistant right away. So, jetzt muss ich wieder zu Fiorello zurückgehen, um hier die Quest zu holen. Und da muss ich wirklich langsam sagen, dass ich keine Lust mehr habe, weil wir spielen gerade echt Boten einfach nur, Mann. Wir laufen hin und her und hin und her und hin und her und mehr machen wir eigentlich gar nicht mehr. Und das ist ein bisschen nervig. Deswegen machen wir jetzt auch was ganz anderes. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich leider bin, deswegen muss ich hier nochmal groß die Karte öffnen. Wir gehen jetzt hier hin. Wo bin ich denn? Okay, da sind wir auf dem richtigen Pfad, so wie es aussieht. Und wir starten jetzt nämlich mit der neuen Hauptquest, Mann. Und wir gehen jetzt ins Aurora-Lager, Mann. Wir müssen ja mal wieder was Produktives hier machen. So, da bin ich aber schon mal auf einem ganz falschen Weg. So. Ah, okay. Ab dem Markt kenne ich mich wieder aus. Da muss ich nämlich nach oben, genau. Nach oben, nach oben, nach oben und dann bin ich auf diesem großen Platz, wo auch das Büro dann von Scott ist. Und dann kriegen wir das hin. Traurig, dass Scott in den Slums wohnt. Fällt mir nochmal gerade so als Detail auf. Naja, shit happens. So, rein da und nun heißt es Aufbruch in die neue Welt, oder? Aber davor, sicherheitshalber, ich denke mal, das wird es nicht so sein, dass wir dann immer zurückgehen können. Das wäre schon ein wenig unfair. Aber ich möchte jetzt nicht das Kirn, speichern wir lieber zur Sicherheit und dann reisen wir in das Aurora-Lager. Hello, Amelia? The technomancer who doesn't... Zachariah, man. Yeah. He's one of...
Well, me and my men need to get to a site on one of Aurora's shadow paths. Heard you'd make that happen. Wish they gave me a heads up a Mancer was coming along. But orders are... First rover trip? Yeah, first time this far from Ophir. Nice! How's it feel? Exciting, I guess. A little terrifying to go this far without having the protection of a shadow path, but life's about the adventure, isn't it? Took the words out of my mouth. That's why I love my job so much. Life's too damn short to play it safe. You guys doing okay? Nervous about the fights we're gonna face? The fights? What fights? I did not leave my home and laboratory to foray into battle, child. Did someone tell me this? Because I don't recall being... We needed a doctor with us, Scott. Yes, I understand. I do. But you know, fighting is... It's dangerous. People get hurt, and I guess that's why... I mean, of course, I will care for you. But no fighting means no wounds to you. Yeah, I can't lie. Yeah, it scares me. How big's the fight we're looking at? Aurora's troops and technomancers. We'll have to be tactical about it. Hit them in small groups, since there's not a lot of us. But we stick to that plan, and we should be fine. Sure, yeah. I'm sure once we get there and we get to doing and not just thinking, I'll be fine. It's the thinking that wreaks havoc on me. This ain't my first rodeo, Lieutenant. Being on a rover is pretty neat and all, but still, no different from past missions. Hit an enemy, get hit back. Find ourselves down deep in Shit Creek and then wait for backup. In other words, it always goes tits up. But when you've been in the bad long enough, you get used to it. Did you just call my baby pretty neat? That's it? Pretty neat? I mean, I didn't mean... It's swell. Real swell. Holy shit. I think you guys plucked this fucker from the farm before he was ripe. It's huge. Really just shows how big a scale Aurora thinks on. All right, let's focus on finding the tunnel entrance. Und damit haben wir zum ersten Mal hier auf 4 verlassen und sind hier nun in Aurora. Im Gebiet des Feindes, das wird natürlich alles anders leicht. Da würde ich gerne hochgehen. Können wir hier nicht Räuberleiter machen? Und das Beste, was wir natürlich jetzt hier machen können, weil ich schon da hinten die ersten Gegner wieder sehe, ist stealthig vorangehen. Das werden wir auch tun, aber nun machen wir erstmal einen kleinen Cut. Oh, wir werden schon wieder von 1000 Menschen gespottet. Okay. Bevor wir aber hier in den großen Kampf starten, machen wir erst einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann hier richtig los mit Aurora und The Technomancer. Bis dann, haut rein. Ciao.